Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es wieder um weitere geniale Sportwetten-Tipps, auch aus dem Wettanalyzer. Wir schmeißen unser Tool heute wieder an und wir wünschen euch erstmal eine schöne neue Woche. Wir gucken mal, was uns der Wettanalyzer so mitbringt diese Woche. Vor allen Dingen morgen, heute oder morgen. Wenn ihr dieses Tool selber nutzen wollt, könnt ihr das mit dem, wie immer, Link-Klick unter diesem Video. Ja, wie funktioniert das, dieses Tool für all diejenigen, die es noch nicht kennen an der Stelle? Es ist ein Excel-Tool. Wir klicken hier oben links auf diesen Button Spiegel laden. Und was passiert? Das Tool stellt jetzt eine Verbindung her zu einer externen Datenbank, wo viele tausend Spiele und Daten dazu abgespeichert sind. Das sind also Daten, wie Spiele gelaufen sind. Das sind Daten, wie Mannschaften aufgestellt sind, Spielergebnisse und also wirklich zig Daten, kann man gar nicht alles miteinander selber abgleichen. Und dieses Tool macht das aber, und zwar auf ziemlich geniale Art und Weise, und darüber holen wir uns bestimmte Wetttipps. So, und das, was ich jetzt hier mache, kannst du auch. Wir haben, wie gesagt, einmal auf Spiele laden klicken gemacht. Hier in der Mitte kommt jetzt unsere Spielauswahl. Das sind all die Spiele der nächsten 24 Stunden. Und diese Auflistung hat dann jeder, der dieses Tool eben auch hat. Und hier sind die ganzen Spielbegegnungen, allerdings nur Fußball, ja, sind hier entsprechend drin. Also, was kann man jetzt hier machen? Man kann sich hier vorne die ganzen Länderkürzel anschauen, und dann sieht man eben, in welchen Nationen diese Mannschaften unterwegs sind und auch in welchen Ligen. Und wir nehmen uns heute mal wie immer etwas wahllos raus, einfach um reinzukommen, und wir nehmen mal etwas aus Norwegen. So, und da haben wir wahrscheinlich hier etwas in den Jugendmannschaften, aber ist ja völlig egal, wir gucken uns mal an und schauen uns mal, ob im Bereich Aska U19 gegen Uppsal U19 etwas dabei ist, was wir nutzen können für unsere Wettscheine. So, oben rechts der Button, der ist anzuklicken, und wenn ihr dieses Bild seht, wie hier, dass keine Daten vorhanden sind, dann liegt das tatsächlich daran, dass das Tool kein Risiko eingehen will und nicht einfach irgendwelche Daten, die es hat, auswertet, sondern wenn es zu wenig hat, dann wertet es Gott sei Dank gar nichts aus. Ja? Lieber so, als wenn wir nachher Wetttipps bekommen, die nichts wert sind. Deswegen suchen wir uns an der Stelle irgendeine andere Mannschaft raus, und dann gehen wir mal in die Schweiz, Zürich gegen Thun, und klicken hier auf Spiel analysieren, und dann schauen wir mal, hier gibt es ausreichend Werte, die das Tool auswerten kann. Ja? Nur so zur Information, also in etwa 10% aller Spiele, also 1 von 10 könnt ihr nicht auswerten, weil zu wenig Daten vorliegen. Genau, okay, gut, also schauen wir mal hier in das Spiel der Schweiz, FC Zürich gegen Thun, und da sehen wir mal als allererstes die Endergebniswetten. Also höchste Wahrscheinlichkeit in diesem Spiel liegt bei einem 1:1. Was uns dieses Tool hier ausgibt. Danach die nächsthöhere Wahrscheinlichkeit ist ein 2:1. Das ist auf jeden Fall schon mal etwas für diejenigen, die Bock haben auf Endergebniswetten. Dann klicken wir auf die zweite Seite, und da sehen wir, wie viele Tore sind erwartet, die fallen werden. Und das ist ziemlich coole Übersicht, wie ich finde. Also höchste Wahrscheinlichkeit sind 3 Tore, und dann sind 2 Tore, die fallen werden. So, und das ist ganz wichtig für das Thema Endergebniswetten oder Über- und Untertore. Warum? Weil ihr hier, das seht ihr hier, über 2,5 Tore wäre eine 61%ige Wahrscheinlichkeit oder fast 62%ige Wahrscheinlichkeit, während genauso die unter 3,5 Tore Wette auch mit 60% Wahrscheinlichkeit dabei sind. Ja? Also kann man das auf jeden Fall schon mal wetten, wenn man möchte, und hier könnte man sich auch auf jeden Fall was raussuchen. Das ist interessant. Genauso wie die doppelte Chance wetten, wobei hier kein richtig eindeutiges Ergebnis festzustellen ist. Ja? Auf welche beiden Spielausgänge sollte man jetzt setzen? Also entweder ist es ein Unentschieden oder Mannschaft 1 gewinnt oder Mannschaft 2 gewinnt. Hier Mannschaft 2, hier Mannschaft 1 und hier Unentschieden. Ja? Ist alles eng beieinander bei diesem Spiel. Muss ich sagen, fällt mir selber schwer, hier einen guten Tipp rauszusuchen. Hier ist nochmal die Übersicht der Über- und Untertore-Wetten. Ist schwierig. Also was noch interessant ist, sind Anzahl der Ecken. 12. Sagt uns das Tool, 12 Ecken werden kommen.
und ein Tor in der ersten Halbzeit. Aber ist schwer aus diesem Spiel wirklich was Verlässliches rauszulesen. Und weil das so ist, gehen wir mal nochmal in eine andere Mannschaftsbegegnung, und zwar Basel gegen Luzern. Klicken wir da mal auf Spiel analysieren und gucken uns an, was da kommt. Und da gehen wir gleich mal in die Ergebnisseite 2, und hier sieht das natürlich ganz anders aus. Ja? Hier sieht man eben auch die Kraft dieses Tools beispielsweise, dass man sagt, okay, es liegt alles beim Spiel zu nah beieinander und da ist es gar nicht so attraktiv zu setzen. Und deswegen gehe ich mal auf ein anderes Tool und oder auf eine andere Spielbegegnung. Und deswegen kann man das jetzt hier an der Stelle sehr schön ablesen, dass in dem Spiel Basel gegen Luzern, Moment, auf Seite 2 müssen wir, doppelte Chance, also entweder Mannschaft 1 gewinnt oder es ein Unentschieden geben wird. Ja? Und das ist natürlich, wenn man sich die Balken hier ansieht, also ein extremer Vorteil, ja, für die eigene Wette. Wenn ihr wollt, könnt ihr das ja gleich nutzen und auf euren Wettschein mit draufpacken. Das sind ziemlich coole Daten. Genauso wie wenn ihr Bock habt auf eine erste Torwette. Also Basel wird das erste Tor machen und insgesamt wird es höchstwahrscheinlich 2 Tore geben oder 3 Tore geben. Da haben wir eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Auf jeden Fall wird es mehr als 1,5 Tore geben, also mehr als 2, also ab 2 Tore. Ne? Genau, hier ansonsten unter 4,5 Tore wird es auf jeden Fall auch geben, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, also bis maximal 4 Tore. Das ist auf jeden Fall schon mal was, wo man richtig was setzen kann auf seinen Wettschein. Ja? Wir gehen mal hier auf die Seite 1. Hier ist nochmal eine Prognose des möglichen Endergebnisses. Und da sieht man hier sehr eng beieinander. Also die Balken hier an der Stelle sind sehr eng beieinander. Da würde ich wahrscheinlich gar keine Prognose abgeben wollen oder gar keine Wette drauf auf dem Endergebnis. Da finde ich die hier auf Seite 2 sehr interessant eher. Ja, weil hier hat man tatsächlich doch hier weite Abstände. Hier auch weite Abstände. Und da kann man schon was draus bauen. Wenn man mal hier auf die Tippübersicht geht, dann sieht man hier nochmal, was prognostiziert dieses Tool an Ecken. Das seht ihr hier an Corners. Ja. 10 Ecken werden prognostiziert für dieses Spiel. Also auch da interessante Wetten, wenn man es machen will. Und in der ersten Halbzeit wird es höchstwahrscheinlich ein Tor geben. Das sagt uns das Tool auch. Ja, wer das jetzt sozusagen richtig wetten will, der ist bei Betano tatsächlich sehr gut bedient, weil ihr könnt all diese Dinge, die dieses Tool hier vorgibt, alle, die könnt ihr alle bei Betano setzen. Das ist ziemlich cool und auch sehr einfach. Das habe ich gestern mal in dem Video gezeigt. Da könnt ihr gerne raufklicken, wie einfach ihr euch diese Spielbegegnung raussuchen könnt. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dieses Tool selber jeden Tag zu nutzen, dann könnt ihr das gerne machen. Klickt einfach auf den Link unter diesem Video. Es ist eine einmalige Investition, die ich hier zu tätigen habe, von 99 Euro. Ja, ist nicht wenig, aber dieses Tool bleibt euch halt ein für alle Mal. Ja? Und für all diejenigen, die es nicht einmalig bezahlen können, ihr könnt das auch in einer monatlichen Zahlweise im Abo bestellen, für 15 Euro monatlich. Und ich denke, das ist erstmal super fair. Ja, wenn euch diese Videos gefallen, dann gebt dem gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, dann bekommt ihr ständig neue Wetttipps. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ciao und viel Spaß mit dem Wettanalyzer.